Ein freundliches guten Tag und hallo. Ich grüße euch alle herzlich zu einer Runde Shogun in einem YouTuber-Battle zwischen Mantrax. Nee. Mantram, ich krieg's nicht hin. Es tut mir leid. Jedenfalls erstmal hallo. Ja, moin. Und wir haben Push and Talk drin, haben sitzen noch zusammen einen Tee essen, können dann halt zwischendrin labern. So ist es. Wir spielen auf der Karte Tokaitai Tal, da ich halt eine Shogun-Armee nehme, da ich diese ja favorisiere und mein Gegner spielt die Fall of the Samurai. Genau, das war ja eine große Diskussion vorher, aber ich habe halt keinen Shogun 2 Vanilla, das ist halt das Problem, aber trotzdem wollten wir noch was zusammen aufnehmen und so passt das, denke ich mal. Genau, und jetzt hauen wir erstmal hier die ganzen Noobs mit den Lunden weg. Und um halt mal ein bisschen schwieriger alles zu gestalten, haben wir mal eine Nacht reingehauen. Gut, das ist eventuell mir zum Vorteil, weiß ich noch nicht. Nebel auch, um halt ein bisschen Atmosphäre reinzuhauen. Ja, dann wünsche ich dir mal viel Glück und viel Spaß beim Verlieren. Ja, du meinst eher bei dir, dass du verlierst hier. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Wie soll es anders sein? Ich kann doch nicht verlieren. Ja, geht gar nicht, ne? Ja. da fällt mir ein. Die meine Abonnenten, ihr könnt hier mal auf seinem Channel vorbeischauen, er ist halt auch, wie gesagt, YouTuber, hat 270 oder irgendwie sowas Abonnenten, weiß ich jetzt gerade nicht, und ist eigentlich ganz gut, und ja. Ja, das gleiche gilt natürlich für meine Leute, gerne mal bei dem lieben Mr. West vorbeischauen, und ja. Ach scheiße, ich habe die falsche Karte genommen. Ich wollte eine andere. Ja, ich finde das sowieso bei Shogun 2 ein bisschen schwer mit den Karten. Die heißen alle so komisch und da gibt es wohl eine Übersicht mit den ganzen Karten, die man auf Steam anschauen kann oder so, aber ich raff das trotzdem meist nicht. Ja, ich wollte eigentlich, dass eine Mitte ein Hügel ist. Verdammte Scheiße. Keine Reisfelder nehmen, was ich überhaupt nicht verstehen kann mit Fall of the Samurai gegen Shogun 2 Avatar, aber gut. Oh, Nebel, Alter, da sieht man ja gar nichts mehr. Wir hatten gesagt, dass du was sehen sollst. Fördert die Atmosphäre, ich glaub's auch, ey. Kommt man sich ja vor wie ein Blinder. Ach, keine Dojos? Nee. Ich gehe mal davon aus, dass wir beide nicht campen, von daher. Da liegst du falsch. Nein, sowas mache ich natürlich nicht. So, da positionieren wir mal ganz hinterlistig hier hinten unsere Wukkämpfer, um ihm nachher in den Rücken laufen zu können. Wir stürmen ja natürlich hier vor. Ich würde fast vorschlagen, dass wir versuchen, hier hochzustürmen, oder? Wo gucken, wo haben wir denn viel Hügel? Müssen wir uns erstmal jetzt hier ein bisschen gutachten. Ja, hier ist eigentlich auch so eine schöne Kuhle. Wo du uns nicht beschießen kann, sitzen dann auch sicher im Wald. Hier könnten wir... Ja, ich glaube, hier rumlaufen wir. Hier links, links. Links ist schön. Genau. Und dann schicken wir rechts unten nach unserer Kavallerie. Da muss ich die nachher nochmal ein bisschen anders positionieren. Bogenschützen kommen auch nach vorne. Hab jetzt auch endlich mal welche dabei, um den Gegner halt eventuell ein bisschen zu locken. Mein Kern besteht wieder aus Nudachis. Flanken aus Katana. Ich muss hier halt nachher mal... Und hast deine Taktik erläutert? Fertig? Ja. Mehr oder weniger erläutert. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Mietschild mit dem... Ich habe schon erklärt, mit was für Hinterhalten ich alles rechne, aber wir werden es ja gleich sehen. Ich bin vorne, hinten und links neben dir. Also an allen Flanken, ich bin überall. Boah. Aber beim Gefolge Pferdedieb waren wir uns ja einig. Das ist schon mal sehr gut. Natürlich bei Shogun 2 ist natürlich immer die Kavallerie ziemlich im Vorteil. Aber wir werden sehen. Also darf ich bereit drücken oder wäre das... Ja, ja, mach schon bereit. Okay, aber dann warte jetzt nicht irgendwie bis 10 Sekunden oder so und dann überrasche. Ja, ist sowieso egal. Hier muss man ja nichts einnehmen. So, die kommen nach da hinten. In der Formation laufen die auch. Der Woku-Kämpfer bleibt da hinten. Ich hoffe, er wird nicht entdeckt, sonst wird er ziemlich niedergeballert. Und ich mache jetzt ready.
Oder laufen wir hier hoch? Lügner. Nein. Hm? Ich hab da gerade drauf gedrückt, nur der will nicht. Ah, oh, dieser war auch herrlich, ey. Ja gut, dann wissen wir wenigstens, wann es losgeht. Das stimmt auch mal wieder. Oh, da könnte ich die Wuku-Kämpfer noch woanders positionieren. Hm. Komm, hier noch ein bisschen der Kuhle rein. Das ist immer gefährlich, sowas am Rand zu positionieren. Ach, komm da. Das ist gut. Die Position gefällt mir. Und... Ah! Ich muss ja so schnell wie möglich gleich hier vorrennen, in diesen Wald rein. Zack, ab los. Cool, ich sehe immer in einer Einheit von dir. Das reicht. Leichte Kaff. Oh, da stellt er sich natürlich genau auf der anderen Seite auf. War so klar. Ich werde mich doch niemals auf... Ach Moment, ich habe ja gar nicht gerade... Moment, Leute, nicht, dass ihr es gerade falsch versteht. Ich habe gerade nur Push the Dog vergessen. Natürlich. Was hast du anderes erwartet? Aber du läufst gerade ein bisschen blöd. Ich lauf blöd? Ja, du läufst blöd. Aber hier ist doch ein schöner... Du läufst nicht dahin, wo ich will. Ja, und du läufst ganz bestimmt dahin, wo ich will. Ah, also meine Wuku-Kämpfer. Hast du vielleicht 200er Einheiten? Wieso? Sieht nicht danach aus. Jetzt gucken wir mal rein, was er hat. Oh, er hat sehr stark getaggte Einheiten dabei, rote Bären, die auch sehr stark im Nahkampf sind. Katana, Kachi, sehr stark auch. Okay, die Polizei Tokios, gute Speere, aber mehr solide. Haben wir auch nicht. Der hat 4 Kavallerie und einen General. Mal gucken, was hat er denn getaggt? Hat auf jeden Fall wahrscheinlich auch Pistolen und rückt jetzt auf meine Kavallerie vor. Dann verschwinden wir uns erstmal im Wald. Mal gucken, was er darauf macht. Hier in die Mitte können wir nicht laufen, das wäre ein Himmelfahrtskommando. Darum. Kann er mich da mal? Und wie werden wir das jetzt anstellen? Also muss ich ja dann einfach nur hier oben positionieren und schießt mich nieder. Geht gar nicht. Und was machen wir denn da jetzt? Die Wuku-Kämpfer kommen mal ein Stückchen weiter nach vorne, um dem nachher in die Flanke zu fallen. Und ja. Oh, Karabiner-Kavallerie. Für die Karabiner-Kavallerie habe ich diese leichte Kavallerie dabei, Leute. Wie ihr hier seht, denn die ist viel schneller als die. Und, sorry Leute. Und damit kann man die gut jagen. Jetzt haben wir eine doofe Situation. Ja, das habe ich gerade auch schon festgestellt und meine Zuschauer bestimmt auch. Ja, die Karte ist natürlich jetzt Anti-Camping hoch 3, ne? Ja, irgendwie, Ja, wir könnten ja einen Deal machen, dass wir uns in der Mitte treffen, aber... Bringt mir auch nicht viel! Ja, aber es würde dann zur Schlacht kommen und so im Moment sieht's ja gut, sehr spannend aus, also... Ah, ich habe schon eine Idee. So, Leute. Das hört sich auch gut an. Der hat sich jetzt da so scheiße positioniert, wie ihr hier seht, dass er nicht darunter knallen kann. In der Zeit werde ich mich jetzt hier in den Wald positionieren, dann habe ich wenig Verluste, außer wenn er sich jetzt hier runter bewegt. Das wäre natürlich fatal. Ja, jetzt bewegt er sich natürlich runter und dann kann ich jetzt das total vergessen. Jetzt kann ich wieder zurückgehen. Weil er, wenn er sich jetzt hier auf dieser Ebene positioniert, ja, müssen wir mal gucken, ja. Da rennt er wieder weg. Komm, so viel Schusseinheiten. Ja, wie viel Schusseinheiten? Ich glaube, der hatte 4 Leute eben. Du hast, glaube ich, sogar den Range-Vorteil. Warum versteckst du dich eigentlich im Wald? Warum versteckst du dich im Wald? Du hast Lunden! Aber du nicht. Nein. Ich habe ein paar Bogenschützen. Buhu. Naja, so ein Wald bremst doch auch Kavallerie, habe ich gehört. Ja,
Ja, von der Geschwindigkeit her. Ja, das ist ein sehr strategischer Aspekt. Total. Weil deine Armee nicht auf eine Feldschlacht ausgelegt ist. Diese Spannung. Ja, Feldschlacht ausgelegt. Reisfelder habe ich da vorgeschlagen. weil ich ja auch ein Reisfeld. Aber jetzt sehe ich es. Ich hätte eine 150er Einheit mitnehmen sollen. Dann hätte ich immer schön Hit and Run machen können. Ich hätte, glaube Jetzt ich. verrat mir doch mal, was du da noch im Wald versteckt hast. Ich habe eine leichte Kaff gesehen, aber ich vermute, dass du da noch Speere oder so ein Zeug hast. Das sag ich dir doch nicht. Das ist mir eigentlich klar, man kann es ja mal probieren. Also in die Flanke fallen, das sehe ich natürlich auch nicht so gerne. Ja, mein General ist leider auf Schwert ausgelegt und Kommando, sonst würde ich mit dem jetzt auch mal was probieren. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Warten? Nee, warten ist doof. Warten ist blöd. Zeitlimit gibt's nämlich nicht. Ist korrekt. Das Problem, was ich aber mit dieser Karte habe, das heißt, dass wenn ich angreife, treffe ich kaum was, weil da so ein ziemlich steiler Hang ist und du kriegst dann richtig schönen Ansturmbonus den Berg runter. Und wenn du mich angreifst, stehe ich perfekt im Wald und du wirst schon in der Nähe kaum noch Leute haben, wenn du ankommst. Deswegen ist das irgendwie eine Scheißkarte. Ja, ich weiß. Darum müsste einer jetzt von uns eine strategische Bewegung machen, die auf jeden Fall den Gegner zum Rauslaufen bringt. Also in die Mitte kannst du wohl vergessen, dass wir es da treffen. Ja, kein einziger Baum so. Perfekte Deckung für dich. Ich muss auf jeden Fall einen Hügel haben. Sollen wir hier versuchen, einmal außen rum zu bewegen? Ja, komm, probieren wir mal. Dann werde ich versuchen, dann wird unsere Armee rennen, sich hier hinten außen rum zu schleichen, beziehungsweise nicht schleichen, sondern bewegen. Denn dann muss er die Armee ein bisschen aufteilen. Okay, er hat sich jetzt oberhalb des Hügels positioniert, was nicht gut für mich ist. Die Yaris sind ein bisschen getaggt. Okay. Jetzt marschieren wir mal. Was mir aber jetzt. Ah, das ist auch scheiße hier wegen den Voku-Kämpfern. Die haben natürlich tierisch viel gekostet. Ich habe halt den Vorteil, dass ich ihn sehen kann. So, jetzt hat er total verkackt. Jetzt verfolge ich den auf jeden Fall. Jetzt kriege ich die Karabiner. Nein, ich krieg sie nicht. Ah, nein, nein, nein. Komm, verfolgt sie. Sie dürft sich nicht sammeln. Damit kann er nämlich geil Hit and Run machen. So. Wunderbar. Seine Armee. Okay, jetzt wankt meine. Der erste Trupp ist geflohen. Den zweiten Trupp noch nicht. Den muss ich jetzt einsetzen, um ihn in die Flanke zu fallen. Und die halten einfach erstmal durch. So. Der Trupp ist jetzt auch schon mal geflohen, der Karabiner. Und hier werde ich niedergemetzelt. Wo sind eigentlich die hier? An der Seite. Yariki. Okay, das ist noch recht ausgeglichen. Der Kampf. Und
und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Hier habe ich meine Feuerkavallerie, die ist am Kämpfen. Die Karabiner haben sich gefangen. Absolut schlecht für mich. Und jetzt fliehen meine auch noch. Oh, jetzt gewinnt ihr das noch durch Glück. Auf jeden Fall darf ich jetzt nichts verändern, sonst sterben die noch mehr. Meine Kavallerie ist down. Was jetzt bedeutet, dass ich mein absolut jetzt hier den Bonus verliere, den Kavallerievorteil zu haben, beziehungsweise überhaupt hier was reißen zu können mit schnellen Perspektiven. Ich hätte eventuell eine Kavallerie absetzen lassen sollen. Scheiße. Ich würde mal sagen, das war immerhin etwas. Nicht gut. Ja, für dich, für mich ist schlecht. Das ja. Nimmt mir noch mehr die Perspektiven, was bei dir machen zu können. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die... Also eigentlich dachte ich, ich verliere den Kavalleriekampf, aber irgendwie... Tja, sind meine Karabiner zum Glück nochmal zurückgekommen. Ja, leider. Die ist auch scheiße gut im Nahkampf. Ich dachte, das wäre auch irgendwie so eine Fernkampf-Dings. Also ich kenn nee, die das ist nur, das ist nur Nahkampf. Ja, siehst du, da hast du schon Vorteil, weil ich kaum einen von den Einheiten kenne. Ich mache dann im Video auch einfach unten einen Link, zumindest bis es beim Kaffkampf losgeht, irgendwie zu der Zeit. Mhm. Ja, okay, lass uns in der Mitte treffen. Weil den Hügel kann ich nicht hochlaufen. Absolut gar nicht. Dann hast du Hügelvorteil plus Waldvorteil plus Schuss. Nee, geht gar nicht. Dann komm runter. Nicht gut, um hochzuschießen, sagen wir es mal so. Ah, Leute! Hast du sie nicht gesehen? Hat er sie gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Okay, jetzt müssen wir ranlaufen. Der darf sich nicht formieren. Okay, jetzt ist schon zu spät. Der hat sie nicht gesehen. Ha! Die Voku-Kämpfer. Banzai. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Vorteil schon mal. Mal gucken, was die machen. Hier rennen wir jetzt runter. Er meint jetzt auf mich schießen zu müssen. Ich mache Feuerpfeile aktivieren. Ab nach vorne. Hier genauso. Ich laufe jetzt hier runter, versuche dem jetzt hier in den Rücken zu fallen. Vielleicht funktioniert es ja. Ich glaube zwar weniger dran, aber... Okay. Lockere Formation, Jungs. Und ab Wander. Nee, jetzt doch nicht mehr lockere. Ich muss ran an die... Genau. Zack.
Die müssen auch mit runter. Die genauso. Ich habe die, glaube ich, stehen lassen oben. Ab mit denen runter. Und denen den Rücken fallen. Oh, sieht sogar gut aus. Sieht richtig gut aus. Warum fliehen alle von dir? Frag mich nicht. Ah, schön. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass das... Lauft weg, ihr feigen Schweine. Gott. Alter, ich hatte meinen General nicht dabei, das habe ich nicht wirklich bemerkt. Ja, das war jetzt richtig scheiße. Die können doch nicht mit 140 Mann fliegen, Alter. Was geht denn hier verkehrt? Siehst du, dass die es können? Ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich, dass ich jetzt gerade deine oder Truppen da niedermetzel, ne? Nee, nee. Ja, ich bin dann vorgerückt, aber da war dann auch so ein bescheuerter Hügel, wo ich nicht wirklich drüber schießen konnte, also irgendwie... Ja, ich weiß. ...unglaublich schnell geflohen von mir. Ah, schön, dieser Hügel. Der hat mir das Leben gerettet. Die Karte. Ah, schön, schön. Also, ich hab dir das prophezeit, ich metzel dich nieder mit meinen Shogun-Einheiten. Haha! Also, wirklich spannend fand ich die Schlacht jetzt nicht. Ja, das ist jetzt nur, weil du verloren hast. Ja, war sehr langatmig, klar. Am Ende bin ich dann vorgegangen und hab verdient verloren, kann man sagen, weil die Schusseinheiten können natürlich nichts im Nahkampf und du hattest ja auch ordentlich Katanas und Udachis, aber nun gut. Auf meine ganze Front hätte ich wahrscheinlich den General noch etwas länger dort behalten sollen. Eventuell. Ja, ich gebe es auch zu, die Schlacht war jetzt nicht so spannend. Ich hoffe trotzdem, dass es den Zuschauern gefallen hat. Ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr eigentlich von haltet. Ob ihr eher die Fall of the Samurai-Einheiten bevorzugt oder doch lieber die Shogun, beziehungsweise hier vom Original-Shogun. Genau. Und dann können wir mal eine kleine Diskussion damit anfangen. So ist es. Und dann hoffe ich, dass sich die meisten auch schon Rom 2 vorgestellt haben. Dann geht's damit in Diskussion weiter, aber nicht mehr mit Lunden. Ja. So, jetzt muss ich mir das einfach angucken. Moment. Ergebnis. Tadadada. ich habe nur 100 Mann mehr als du. Sehr schön. Und habe ja gerade mal die doppelt so viele Einheiten getötet. Ach. Sehr nice, sehr nice. Ja, jedenfalls war ein gutes Spiel. Haben beide versucht, viel zu erreichen. Beide Schlachten gingen eigentlich genau umgekehrt aus, wie wir erwartet haben, glaube ich. Oh, ja. Also die Kavallerieschlacht dachte ich eigentlich auch, dass ich die gewinne. Habe ich verloren. Und die Feldschlacht dachte ich, verliere ich und habe sie gewonnen. Ja, ganz komische Sache. Interessantes Spiel. Also ungewöhnlich, aber naja. Gut, also ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao.